Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Erster April 2018. Jetzt machen wir ein April-Scherz-Orakel. Ist es wirklich so witzig, wenn jemand versucht, mit euch zu scherzen? Oder sollt ihr das ernst nehmen? Natürlich gibt es auch Themen und das sollt ihr mit Humor nehmen. Also, heute dürfen wir mal lachen und mal scherzen miteinander. Wichtig ist, dass ihr eine Karte auswählt aus diesem Karussell. Die Karte in die Mitte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir das an. Das ist alles andere als Scherz, weil jemand versucht, euch zu kränken. Oder nimmt etwas weg und ihr erlebt einen Verlust. Aber steht über diese Hindernisse und bleibt selbstbewusst und bewahre euren Besitz. Lasst es nicht zu, dass jemand versucht, mit euch zu scherzen, euch zu kränken, sondern nimmt es mit Humor. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir an, was antwortet die Orakel. Also ihr habt die Ruhe und kann eigentlich gar nichts passieren, weil ihr amüsiert darüber, weil jemand versucht mit euch zum Scherzen, das geht einfach vorbei. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Jetzt kommt die Wahrheit. Also ihr lasst es überhaupt nicht zu, dass jemand die Spaß daran hat, euch zu verletzen, beleidigen, sondern ihr steht jetzt zur Wahrheit. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Wenn ihr ständig Gedanken macht, dass andere versuchen, euch zu verletzen und geht das Lachen vorbei, dann seid ihr in diesem Labyrinth gefangen. Nimm das mit Leichtigkeit, nimm das mit Humor, das kann doch egal sein. Und wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Wenn jemand versucht, Spaß zu haben daran, dass euch mit Worten verletzt, ihr seid bewaffnet, also ihr könnt es beantworten. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Ah ja, das ist alles andere als schön. Das sind Lügen und Intrigen. Und wie könnt ihr das mit Humor nehmen? Bleibt in Gelassenheit, erkennt die Wahrheit, erkennt die Umstände und zeigt kalte Schulter. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Wenn euch das bewusst ist, dass jemand mit euch scherzt und ihr versucht, entgegenzukommen, dann habt ihr eine Herausforderung, einen Kampf. Dreht um und geht in eine andere Richtung. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das sind die Erinnerungen. Und diese Erinnerung sagt, oh, da war ich vielleicht ein Narr in der Situation. Hätte ich jetzt ganz anderes gehandelt. Ich habe da alles gefallen lassen. Aber schließt es ab, nimmt es auch mit Humor. Das haben wir gebraucht. Weil in dem Moment könnten wir nicht anderes handeln. Lass die Vergangenheit einfach.
einfach Vergangenheit sein und schaut ihr nach vorne. Und was ist noch die Tagesbotschaft? Die Karte heißt Nessel. Grenzen setzen, wenn jemand versucht, über euch lustig zu machen, mit euch scherzen. Aber wenn das mit Lügen und Intrigen verbunden ist, dann seid ihr aber auch vorsichtig. Und nimm den Tag mit Humor. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.